Hallo, liebe Filmfans, Abonnenten und natürlich alle, die halt diese Edition gerne anschauen. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen oder eher gesagt, mein Equipment hat's gecrashed. Es ist gelöscht worden, das Video, wo ich gerade aufgenommen habe von Underworld Unboxing. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn? Ich will es ja euch trotzdem zeigen. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle es jetzt so vor. Jetzt kann ich es natürlich nur mal richtig komplett einpacken, weil diese Figur, die ist schon ganz schön schwer reinzubekommen in dem Plastikding wieder. Styroporzeug. Und jetzt stelle ich es einfach euch nochmal vor, so wie ich es vorhatte. Ja, die Underworld Box, die ist größer als die anderen bis jetzt, also außer Man in Black oder den anderen Amazing Spider-Man, das kann ich euch nicht sagen, wie groß die sind, weil die kaufe ich mir nicht. Und seht ihr, Amazing Spider-Man ist kleiner. Jetzt schauen wir mal auch von der Breite her, ist er auch kleiner, wenn ihr das seht. Seht ihr das? Seht ihr jetzt nicht. Seht ihr das so? Seht ihr nicht, oder? Seht ihr das? Doch, ihr seht es. Ja, da seht ihr das. Also, der Karton ist auch kleiner von Amazing Spider-Man, von der Spider-Man-Trilogie. Und natürlich ist Ghostbusters auch kleiner. Das ist ja selbstverständlich. Ich finde den Karton richtig gut gelungen. Und man kann das FSK-Logo auch abmachen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich später im Ruhigen. Und wie ihr schon schön sehen könnt, da ist die Kate Beckinsale mit ihrem Suit von hinten. Und überall die Lykaner-Werwölfe. Ja, dann sieht man das halt von der Seite auch. Und wie er auch schon bei Ghostbusters erwähnt, mit einem kleinen Gimmick, als hätte ein Lykaner-Werwolf schön reingeritzt, dass der Karton im Arsch ist, aber es ist ja nur ein Fake. So, da hinten stehen natürlich wieder die ganzen Infos, da machen wir mal wieder, zoome ich mal wieder ran. Zack. Alle vier Teile der legendären Underworld-Saga im stylischen Blu-Ray-Steelbook, Teil 1 als Extended Cut, Teil 4 als Blu-Ray 3D. Hochwertige Collectors-Figur Lykaner. Exklusiv edler Base mit Titelschriftzug. Exklusiv, streng limitiert und nummeriert. Ja, zu dem Nummeriert muss ich sagen, täuscht mich jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich ist die Auflage doch höher als gedacht. Ich habe die Nummer, seht ihr das jetzt? Ah, im anderen Video ging es so schön. Komm schon. Ah, ihr seht's nicht. Es ist die 3164, das kann ich euch bei der Figurnummer zeigen. Und ja, das enttäuscht mich ein wenig. Jetzt mach ich mal wieder hier scharf. So, dann zeige ich es euch nochmal von oben. Wieder so eine Lasche, macht man auf. Und zack, da ist dann das Steelbook drin. Und unter diesem Teil. Und die Figur natürlich in dem Gehäuse. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal alles, weil, also, ihr habt es ja so in der Art auch gesehen von Ghostbusters und Spider-Man. Ja, dann das Steelbook. Finde ich sauschön. Und da war halt dieses Pappteil drumherum. Wieder in keiner Folie drin. Aber immerhin so ein Pappflyer. Ja. Jede Menge Tonspuren, weil ja Concord Disc hatte, glaube ich, nur DTS und Dolby Digital. Und der zweite hatte nur PCM und True HD. Ja. Und dann ging es mit Master Audio so weiter und so fort. So, jetzt präsentiere ich euch mal das schicke Steelbook. Das ist sau schön. Underworld ist natürlich geprägt, der Rahmen, habe ich bei Ghostbusters vergessen, ist auch ausgestanzt. Und da seht ihr das, an der Aqua-Trilogie ist natürlich nicht geprägt, muss es ja nicht. Und das Motiv finde ich einfach geil. Ich habe mir ja die anderen Filme alle verkauft, außer natürlich den vierten Teil, den hatte ich in diesem einen Saturn-Steelbook. Und das wollte ich nicht verkaufen, weil das einfach schön ist. Von der Seite sieht es so aus, seht ihr das, ja. Und von hinten ist dieser, ja, dieser erste Vampir, also nicht Dracula. Dracula spielt ja nicht mit, das ist eine andere Saga. Und da spielt Dracula mit und ich hab's nicht gemerkt. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall machen wir dann das gute Stück auf. Und dahinter sehen wir die Kate. Machen wir mal die Disc wieder dran. Und dieses System finde ich ganz geil, habe ich schon bei Spider-Man gemocht. Das finde ich edler als diese Jumbo-Steelbooks. Und dahinter ist halt ihre Waffe, die sie gerade zückt. Oder eher gesagt, die Waffen. Ja, das war das Steelbook. Und dann kommen wir zur Figur. Die kann ich euch auch gleich hier zeigen. Zeige ich euch erstmal den Podest. So schaut der Podest aus. Da seht ihr Underworld und alles. Und das sieht richtig gut gemacht aus. Ist auch schwer. Fühlt sich fast so an, als wären es auch Steine. Und schaut saugut aus. Die Kette ist sogar ein bisschen, ist sogar aus Metall. Zwar nicht so im Hochwertigen wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall auch, sieht auch leicht verrostet aus. Schaut gut aus. Von hinten haben sie sogar leicht Mühe gegeben.
zeige ich es euch von unten, da steht es auch nochmal. 3000, hoppala, machen wir nochmal so rüber. Zack, 3164. Jo, dies ist kein Spielzeug, das kennen wir ja schon alle. Und ist auch von der gleichen Firma wieder, die die Godzilla-Figur und weitere gemacht haben. So, dann stellen wir mal den Podest hier hin. Und kommen wir zu dieser wunderschönen, geilen Lykaner-Werwolf-Figur. Da ist sie, die wird dann oben drauf gesteckt. Das Gesicht ist wieder mit so einer Art Glanzlack. Er sieht so moosig aus, aber weil das Licht so drauf strahlt, er schaut wirklich also saumäßig geil aus. Und ich muss sagen, dieses Mal ist wieder das Geld wert. Es könnte vielleicht sogar billiger sein, aber es ist mehr wert als die Ghostbusters. Wobei die Ghostbusters sieht auch richtig gut aus. Und hier seht ihr, wo man den wieder drauf steckt. Ja, ja. Und joa. Sieht wieder richtig geil aus. Kann man nicht meckern. Haben sie wieder sich sehr viel Mühe gegeben. Und dann, ich hoffe, ich kann es von hier aus machen, steckt man den. Doch, den steckt man. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Komm schon. Mit einer Hand ist so schwer. Ich nehme mal ein gutes Stück mal kurz zu mir. Entschuldigt mich. Gehst du drauf? Geh drauf. Ja. Ihr hups. Oh, das war ein Kampf. Ein Kampf, Leute. Das sage ich euch. Oh, jetzt hat der ein Gewicht wie die Venom-Figur in der Art. So. Und da ist er. Machen wir mal die Ketten noch so drumherum. So, zack. Da ist er, das gute Stück. Das Miststück, wenn man so sagen kann. Komm, gehen wir mal darüber. Ah, der ist immer noch richtig drauf. Das mache ich dann noch später richtig. Ich zeige euch nochmal die Größe. Ich mache mal die Venom-Figur hin. Oh, die könnte sogar ein bisschen größer sein jetzt. Jo, und schon ist größer. Oder? Jo. Da ist die Venom-Figur. Jo, von der Art fast gleich groß. Wobei bei der Beschreibung stand sogar, glaube ich, dass die Venom... Na, egal. Auf jeden Fall schaut es geil aus. Jetzt seht ihr das nicht, das ist nicht scharf. Blitzert. Schaut die Figur geil aus. Grund, dass wir dazu noch sagen, einfach... Daumen hoch, ich find's genial und wenn ihr sagt, die ist scheiße, tut mir leid. Ach ja, ich habe euch noch ganz vergessen zu zeigen. Natürlich war bei der auch wieder eine Anleitung dabei. Seht ihr das nicht? So bei dem Styropor drin, ganz oben links, steckt man von oben drauf und nie von oben anfassen beim Werwolf, sondern immer von unten ist wieder so eine Anleitung für welche, die sich nicht auskennen. Ja, falls es kaputt geht, damit sie sich sicher sind, ja, wir zahlen euch nichts zurück, seid ihr selber schuld, wenn ihr es von oben anfasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem späteren Video mal wieder, bis es wieder heißt, ich unboxe, ich werde nass gemacht von Eiswasser, keine Ahnung, oder ich mache ein Update, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schön, dass ihr zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.